Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Andrea bastelt mit Action, Teddy und Co. Ja, ich bin noch immer so ein bisschen belegt mit der Stimme. Also werde ich vielleicht auch ein bisschen weniger reden als sonst. Aber sonst ist alles gut, geht in die richtige Richtung. Nur meine Stimme versagt manchmal zwischendurch. So. Ich möchte heute eine ganz einfache, schlichte Kugel machen, die aber sehr schlicht aussieht, sehr schick aussieht und die ihr auch ganz toll nachbasteln könnt. Ich habe jetzt eine genommen, die habe ich von Karin Dittenmeier mit so einem Loch, wo ich dann die Lichterkette durchführen kann. Und ich habe mir dafür gedacht, dass ich erstmal das Glas hier wegnehme. So, das spiegelt das nicht mehr ganz so dolle. Das brauche ich jetzt nämlich gar nicht. Ich habe mir gedacht, dass ich da als erstes so ein bisschen von diesem Prämientransfer drauf machen möchte. Und das hatte ich mir doch vorhin schon aufgemacht hier. Da gucke ich jetzt mal, was dafür welche bei sind. Und ich hoffe, dass ich sie auch wirklich gut draufgeruppelt kriege. So, mal gucken. Sind das alles so eine Ganzen? Ja. So, ich muss mal gucken, was ich da, also das gefällt mir jetzt eigentlich am besten. Und ich fange jetzt einfach an, davon Stücke zu nehmen und versuche die auf diese Kugel raufzureiben. Ja, dann wollte ich nochmal so durchschneiden. Angeblich so mit dem Tuch ganz einfach gehen, aber ich habe auch schon festgestellt, wenn man in die Rundung will, ist das, bleibt das nicht so gut kleben. Aber hier geht das, ja, was es geht eigentlich. So, das sieht schon mal gut aus. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn es jetzt da drauf nicht so ganz drauf bleibt oder ein bisschen krakeliger aussieht. Das macht überhaupt nichts. So, mal gucken, dass ich auch mal nicht so perfekte Stücke darauf mache. So wie das da so gerade kommt. Mal gucken. Ja, das sieht schon gut aus. Guck mal, ob ich mal so ein weißes Blatt irgendwie hier. Mal hier eins raus, damit ich das so unterlegen kann. Dann könnt ihr das vielleicht besser mitverfolgen. Ne, dann konnte ihr das nämlich besser sehen. So. Als nächstes will ich wieder mit Junk Journal anfangen, da ein bisschen weiter zu machen. Ups. Wie gesagt, ich wollte das jetzt gar nicht so, wollte jetzt nur so Stücke da drauf haben von diesem goldenen.
Also das muss ich jetzt sagen, das ging jetzt richtig gut. Dankeschön. Ich nehme an, dass ganz viele jetzt gerade Gesundheit gesagt haben. So. Wie gesagt, das ist mir auch gar nicht so wichtig, dass das so ganz da drauf kommt. Ich möchte nur einfach so ein paar verschiedene goldene Akzente da drauf haben. Mal gucken, ob ich die Trägerfolie gerade abgezogen habe. Und dann habe ich hier nochmal, das teile ich mir nochmal auf. Und dann nochmal hier so ein Stückchen. Ja, und die Kugel möchte ich gerne dann bei uns im Wohnzimmer hängen haben. Da haben wir noch die Sterne vom Weihnachten. Die haben wir jetzt immer noch abends angemacht, was einfach total gemütlich ist. Und die sollen jetzt mal abgebaut werden. Und dann soll die dahin. Also sie sind wirklich toll, diese Transfers. Bin da ganz begeistert von. So, jetzt habe ich da ja schon mal so ein Stück mit den Transfers gemacht, mit den Goldtransfers. Und nun wollte ich da noch Blumen drauf machen. Da muss ich jetzt gucken, dass ich jetzt einen Bogen finde, der für beide Kugeln reicht. So, da wollen wir mal gucken. Den finde ich ganz schön. So mit Schmetterlinge da drinne. Finde ich auch ganz gut. Oh, der ist natürlich auch mega. Ja, den nehme ich. Der ist mega. Allerdings will ich ja die Schrift da nicht zu haben. Aber die kann ich mir ja abschneiden. So. Dann hoffe ich mal, dass ich das jetzt auch ganz raufkriege. Weil das muss ich ja jetzt um die Rundung kriegen. Also mache ich das schon mal so, dass ich mir schon mal das großzügig ausschneide. Also damit ich schon mal das Beste in die Rundung reingeben kann. Dadurch hoffentlich ein bisschen flexibler wird. So, jetzt werde ich das mal so machen, dass ich jetzt hier anfange und das dann Stück für Stück aufsetzt und hier vielleicht schon mal wieder abziehen. Gucken, ob das funktioniert.
Ja. Das funktioniert. Das ist nämlich so schwierig, weil man das, wenn man das in der Rundung hat und will das wieder aufsetzen, ist das nicht so einfach. So, das genau so zu treffen, wo es hin soll. So, aber das hat schon mal gut geklappt. Dann ist der Vogel da schon mal drauf. Und jetzt mache ich noch die Schmetterlinge drauf. Und ruhig so ein bisschen ins Goldene mit reinmachen. Weil das schaut ja nämlich ganz gut aus. So. Und da ist der andere. Wunderbar. Richtig toll. Sieht doch schon richtig toll aus. Ich hoffe, ihr könnt das schon so sehen. Es wird also eine ganz, ganz schicke Kugel. So, die andere Seite mache ich jetzt ohne Kamera und dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und das war echt ein Akt, das darauf zu kriegen. Also so leicht, wie sie das da mal zeigt im Fernsehen, hat es bei mir noch nicht funktioniert. Aber gut, ich habe es ja drauf gekriegt und ich finde die Dinge einfach sonst ganz toll. Dann habe ich hier wieder so eine Lichterkette. Die baue ich mir jetzt hier einmal auseinander. So. Leichter getan als gesagt. Und ist die lang. Wie? Bleib mal hier. Mann, richtig lange. Naja, gut. Die einfach so aus dem Schrank gezogen. Das sind alles lange. Alles lange? Ja, ich habe nur einen Kopf. Wir haben einmal so eine Batterie lange gekauft. Okay, aber macht nichts. Für das Projekt ist das auch okay. So. Und einmal probieren. Ja, wunderbar, sie geht. Und ich hätte jetzt gerne eine weiße gehabt, aber gut, keine farbige. Zu Ostern, Frühling geht ja auch ein bisschen Farbe. So, nun ziehe ich sie als erstes durch das Loch. So machen, dass ich immer hin und her rutscht. So, was ich jetzt ausprobieren will,
habe ich mir so gestern Abend ausgedacht. Und wir schauen mal, ob es funktioniert. Und zwar will ich jetzt Federn jetzt hier in den Draht mit einbauen. So. Die Federn habe ich von Kick. Die sollen jetzt einfach hier mit in die Lichterkette rein. Das mache ich jetzt ohne großartig darüber nachzudenken. Naja, ein bisschen nachdenken wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Merke ich gerade. Ja. So zwei raus hier. Wie habe ich jetzt noch hier? Doch, ist noch ein bisschen was. Oh. Einfach da rein. Oh. Auch noch. So, wollen ja auch noch in der zweiten Kugel soll ja auch noch ein paar Federn drin sein. Ich wollte sie nämlich nicht alle da so reinlegen, weil ich gedacht habe, dann liegen die ja alle, naja, auf der gleichen Stelle. Deswegen habe ich gedacht, ich habe doch genug Draht. Kann ich mir das doch da alles reinstopfen? So. Und. Ja. Leichter gesagt als getan. Wir natürlich auch nicht alle Federn nur auf eine Hälfte haben. Ein bisschen schütteln, damit die Federn sich ein bisschen verteilen. Hm, so, mal gucken. Oh, das sieht so toll aus. Das könnt ihr leider nicht wirklich sehen, aber es hat einen coolen Effekt. So, so mal gucken. Da werde ich jetzt mal die Federn mal versuchen. Bisschen zu verteilen. Ne, das ist schon okay. So. Muss die ja noch, so dass die Dinge zusammen sind. Genau. Wunderbar. Jetzt habe ich mir hier weiße Spitze genommen. Das setze ich jetzt hier auf die Naht hin. Dafür nehme ich jetzt doppelseitiges Klebeband. So. Ne? So. Setz mir das jetzt hier so an. Ich habe sie jetzt extra nicht zugeklebt. Wenn nämlich die Lichterkette mal vielleicht kaputt gehen sollte, dass man das
dann wieder austauschen kann. Ach hier, das habe ich. Da habe ich hier ein Stück von der Feder zwischen. Aber scheint trotzdem zu halten. Ist die eine Feder da so ein bisschen zwischen gekommen. So. Festmachen das Klebeband. Mache ich das da einfach einmal so rum. Also bei den anderen Kugeln hat es bis jetzt gut gehalten. Die hängen hier bei uns am Fenster. Die Osterkugel, die letzte, die ich gemacht habe, hängt hier am Fenster. Und das hat gut gehalten bis jetzt. Oft ist das ja so, gerade bei den Schachteln habe ich das schon erlebt, dass wenn man das auf Papier macht, dass sich sehr schnell gerne mal löst. So, dann habe ich da schon auch noch mal so eine Bordüre rum. Und das sieht wirklich echt total edel aus. So, und nun das guckt hier noch raus. Mal gucken. Dann habe ich mir hier eine so eine, das ist eigentlich eine für eine Perle. So eine Perlenkappe. Die habe ich, weiß ich gar nicht, wo ich die mehr habe. Und dann habe ich hier so ein Band. Obwohl, ich glaube, mal sehen, ob ich das da so durchkriege. Ja, muss ich mal gucken. Habe ich beides da so durchkriege. So, muss ich mal gucken. Ja, ich brauche schon ein bisschen Band, damit sie vom Fensterbrett weit genug runterhängen kann. So, mal gucken, dass ich mir das nochmal gerade mache hier. So. Hoffe ich. Ich werde das, glaube ich, noch mal knoten. Einmal hier. So. Oh, ich will aufstehen hier. So. Das ist so ein Baumwollgarn. Da könnt ihr auch ganz toll Sticker nehmen. Ist eigentlich nichts anderes. So. Und jetzt hoffe ich mal,
dass ich beide da so durchkriege. Dann habe ich das Loch ein bisschen weiter gemacht. Ja. Ja. Genau. Und die biege ich mir jetzt hier einfach rum. Dann habe ich diesen komischen Panökel, der da nämlich aus ist, mich praktisch ein bisschen versteckt. Ne, das kann ich euch noch mal so zeigen. Den habe ich dadurch so ein bisschen versteckt. Gucken. Wann? Ich glaube, so könnt ihr das sehen. Genau. So. Und jetzt habe ich gedacht, könnte man ja noch so Perlen davon aufziehen hier. Das muss ich gleich jetzt mal. Oder Mama? So. Das ist gleich auf die richtige Länge. Ein kleines Stück abschneiden. Da. Die wollen nicht. Ja, ich kann höchstens mit einer Nadel, ne? Da so durch. Oder? Hab sonst noch eine andere Idee. Hast du Tesafilm, der Schatze? Ich will mal was ausprobieren, das vielleicht geht. Bisschen wie Schnürsenkel. So. Ja, siehst du. Funktioniert doch. Genau. Mache ich hier nochmal so eine Kugel rein. Und nochmal so ein. Das gefällt mir sehr gut. Kann ich euch vielleicht so zeigen. Ne, also so ist der Verschluss dann. Das gefällt mir sehr gut mit den Kugeln, mit den Perlen da drauf. So, jetzt muss ich ja irgendwie noch das hier mit verankern. So, muss ich mal gucken. Muss ich dann so ein bisschen, wenn man das ja auch bei einer Lampe macht, einfach da so ein bisschen rumziehen. Und dann so. Und dann nehme ich mir jetzt nochmal so ein Stück Band. Jetzt ein Stück Draht wäre auch natürlich auch ganz gut gegangen.
Ich habe gerade kein Stück Draht zur Hand. Deswegen mache ich das jetzt hier mit. Ich mache das jetzt einfach fest. Das sollte halten. So. Und rutscht auch nicht runter. Genau. Das heißt, so kann ich sie mir dann aufhängen. Und genau. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das so einfangen können, wenn sie an ist. Sieht richtig cool aus. Gefällt mir total mega. Ihr könnt das höchstwahrscheinlich nicht wirklich erfassen. Man kriegt das ja nicht so hin, dass das wirklich richtig cool aussieht, auch auf der Kamera. Aber ich werde dann noch ein paar Bilder machen, die ich vorweg dann schicke. So, dann gucke ich jetzt, wo die Mitte ist. Und dann habe ich hier noch von Karin Jettenmeier diese Glas- oder Acrylsteinanhänger. Und da werde ich jetzt einen hier unten rankleben. Muss ich jetzt gleich mal gucken. Ups. Dass ich da genau die Mitte treffe. Genau, das werde ich gleich rankleben, wenn ich sie einmal so hängen habe. Und dann mache ich Bilder davon und dann könnt ihr das dann noch mal genauer sehen. Aber diese Idee finde ich total cool. So ein bisschen gestalten mit den Federn da drin. Das sieht mega edel aus. Richtig, richtig cool. Und ich bin schon gespannt, wie euch das gefällt. In diesem Sinne wünsche ich euch auf alle Fälle noch einen schönen Abend. Ganz, ganz liebe Grüße. Bleibt gesund und vielleicht bis nächstes Mal. Ciao.